Hey, servus Leute und willkommen zu einer neuen, brandneuen Staffel Raft. Wisst ihr, wie viel trinken habt ihr jetzt? Volle Flasche. Ja. Nichts. Du hast nichts. Ja. Das ist. Aber mein Trinken ist wenigstens quasi voll. Ist ein bisschen wenig. Hast du noch eine Milch dabei? Nee. Die will auch nicht. Gerade. Ich kann nichts reparieren, aber ich habe alles weggelegt. Ich auch. Das war auch das einzigste Game, wo man zum Rennen das umschalten muss. Hä? Das kann man umschalten? Also wir haben es umgestellt, also bei uns ist es nicht mehr so. Was kann man umstellen? Ja. Ja. Gut, dankeschön. Weiß ja nicht, dass du mit umschalten noch spielst. Ja, hab ich schon Einstellungen. Keine Sorge, Gott, die Jahre des Leidens sind vorbei. Das ist jetzt zu spät. Ich hab jetzt schon einen Tod. Er ist verloren. Weißt du, wo es ist, oder soll ich das sagen? Ja, ich kann schon Einstellungen bedienen. Ist in Ordnung, dankeschön. Es ist bei ein, aber es ist okay. Aua! Was soll denn das hier? Was hat ein zu viel. Was, wenn Dr. Lama getroffen worden wäre? Oh, trinken. Ihr habt's leer gemacht. Kannst du mal stehen bleiben, du hast da was hängen. Bring nicht raus, dann blutet's mehr. Ich hab ihn nochmal umgedreht beim Rausziehen. Okay. Also Wasser ist leer und ich kann es nicht auffüllen. Warten wir uns jetzt noch ab, oder? Wie sieht's aus? Ja, ich habe auch gerade nochmal was gedruckt. Ich brauche noch was. Tut mir leid. Ich bin ein sehr lustiger Mensch. Wasser ist fertig. Ich bin gerade irgendwie automatisch die ganze Zeit nach vorne gelaufen. Wie hab ich's gemacht? Wasser ist leer. Lull. Die Taste neben 1, also links von 1. Wenn das anmacht, läufst du einfach automatisch nach vorne. Ah. Mach gerade nichts, meine Hände sind in der Luft. Nice. Ich hatte gerade außerdem gedrückt. Ich wollte 1 drücken, hab daneben gedrückt. Auf einmal läuft er los. Er sprintet von dannen. Nice, das ist echt gut, ja. Ja. Das heißt, wir müssen das Wasser jetzt noch abwarten. Ja. Schauen wir mal zurück, dann bräuchte ich schon mal einen zweiten davon, ne? Ja, bin ich auch für. Die Taste geht auch beim Schwimmen, das ist geil. Schauen wir mal kurz was zu trinken, ja, bin gleich zurück. Es ist noch dunkel, man sieht nichts. Wir laufen zu der Stelle, wo wir waren. Okay. Achso, wenn ich die Richtungstaste benutze, geht es raus. Wenn ich springe, bleibt es drin, das ist gut. Wir sind schon voll live also, drin. Okay, Cut, so, okay. Sekunde. So, okay, wir können weiter, es ist Tag. Auf geht's. Ah, da hört ihr die Klingel? Noch nicht, nee. Aber die muss ja irgendwo, ja doch, auf dem Berg oben sein, auf einer Höhe oder so. Ja, jetzt, ja. Felix weiß es bestimmt ganz genau, wie die ist. Da habe ich schon 100 Mal gefunden. Kommt näher. Links? Ah, links. Wird lauter. Hier ist sie. Tuck. Hey. Yay, was steht da? Tuck? Oh, ich muss das halt Chain, sorry. Oder Chain, ja. Ach, das hat keine Kette. Das hat keine Kette mehr. Was steht da bei dir? Tuck Chain, sorry, also hat eine Kette genommen. Ah, das Fahrrad hat keine Kette mehr. Ach, wenn du das Ding ist oder was? Nee, es steht oben auf dem Baum. Ich sehe das gerade. Ah, also, ich hab's okay. Auch erst mal nachentdeckt. Alter. Ich würde gerne am Leben bleiben. Man hat auf einmal nur noch so ein Grummeln und steht ein Bär in einem. Ist ja heftig. Ja. Er hat die Kette genommen. Ja, wahrscheinlich. Das wäre schon was Art gewesen. Horst und der Bär hieß Horst.
Keine Ahnung, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich würde es mitnehmen. Aber die Kette kann ja gar nicht da irgendwo, oder? Die hatten ja gar keine Zahnräder und so. Ja, die hat er wahrscheinlich mitgenommen. Die haben mehr genommen wie nur die Zahnräder Kette. Mitgenommen. Ja, alles. Und die Kette war dann, die hat er sich halt um den Hals gehangen. Ich würde auch sagen, das Hinterrad fehlt. Oh. Okay. Okay. Ansonsten hätten wir es mitnehmen können fürs Rad, wenn es dann größer wird zum Hin- und Herfahren. Ja, aber, wir können es ja zum Einrad machen. Kann ich nicht. Ich laufe lieber. Ja. Aber jetzt habt ihr die Klingel betätigt und das war's, oder wie? Ja, wenn du die zum ersten Mal betätigst, hast du für. Ja, so eine Errungenschaft. Ah, okay. Oh, ein Zelt. Oh, ein Zelt, ja. Da ist der Bär her. Ich weiß, dass ich hier mal gestorben bin an dem Zelt. Ein Baum. Dann gleich mit. Every stuff, keep out. Mit einem Motor? Ein Motor. Ein Bootmotor. Oder ein Teil von einem Bootmotor. Aha. Da fehlt ein bisschen was, als ein ganzer Motor ist. Ja gut, wir haben ja so Riesenmaschinen, wir brauchen keinen mehr. Ja, genau. Unsere ist viel besser. Hoppe. Geht's. Kann jetzt. Nimmst du den Baum mit? Frage? Baum? Baum ja, wo? Rechts? Ah, da, ja. Baum. Dass wir im Rennen umschalten, seit wann hast du das nicht mehr, Felix? Immer. Speedrun auch schon? Ja. Okay. Wieso? Könnte der Grund für den einen oder anderen Tod gewesen sein. Ah. Weil es einfach ein Mist ist. Ich weiß. Wir gehen erstmal kurz hier lang. Kleine Deckungstour. Echt? Was ist das denn? Oh, runtergefallen. Gibt's okay, noch? Jetzt auch wieder ein Aufgang. Ach so, du schönest Zeit, okay. Ja, genau. Wer weiß wohl, bis der nächste Bär spawnt oder wie? Was ist noch ein was Baum? Was ist denn das? Hier ist so viel Orangenlimonade. Oh ne. Wie lecker. Wer möchte probieren, ob die auch gut gesüßt ist? Ihr könnt es ja austrinken und. Also ich mag ja Orangenlimonade nicht. Deswegen springe ich hier auf dem Holz. Ach nee. Jumpen ran, da bin ich so richtig gut. Wie viel Schaden nimmt man in der Suppe? Weiß ich nicht. Aber. Oh, das war knapp. Muss man rennen beim Springen? Glaub nicht. Ja. Oder? Oh. Okay. Einmal kurz in der Suppe gelandet, habe meinen kleinen Zeh reingestreckt. Ups. Habe ich auch gemacht, tut ganz schön weh. Ja. Da bin ich aber froh, dass ich nicht der Einzige bin, der da reingelangt hat. Wann tut auch eine Limonade weh? Weiß ich nicht, kann sein, dass wir uns getäuscht haben. Willst du das bitte nochmal überprüfen für uns? Nee. Ihr seid bereits genug. Okay, er glaubt uns einfach. Plötzlich. Ganz spontan. Och, Mann. Ui, ein Fernseher. Plastik. Viel Plastik sogar. Autsch. Du alter Hund. Na Jonas. Ich würde dich ja mit der Flasche schlagen, aber dann trinke ich nur. Hast ein Trinkproblem? Aha. Koch. Alles mitnehmen. Gibt's Geschirr und einen Topf und da so. Da hab ich nicht. Da braucht man nicht immer die Schüsseln mit essen, wenn du das mal in den Topf machst und dann. Teller. Ja, es liegt nicht in meiner Macht, leider, das mitzunehmen. Halb Kunststoff kann ich mitnehmen. Und hier liegt mal ein Hinweis. Ein paar Matratzen. Three months ago, my sister Astrid and I were put in charge of the ranger station on Balboa. We handled the bear population and kept the relay towers operational. The next shift was meant to start weeks back. But the replacements never showed up.
Henry suggested that I start writing things down after Astrid disappeared, so that I'm not feeling so lonely anymore. Ja, ist halt Kunststoff. War irgendwie nicht so... ja, wichtig, was da gelabert wurde. Ja. Ey, ich hab's da kaputt gemacht, es gab einen Blitz. Haben deine Eltern nie gesagt, du sollst in der Sicherung rumspielen? Wahrscheinlich mache ich das gerade deshalb. Ah, was ja, verboten wird, ist immer interessant. Ja, ja. Generator! Juhu! Wo steht jetzt mit dem Volt? Da steht gar nichts drauf mit Volt. Doch, ich glaube hier links, aber kann es nicht sehen. Naja. Oh, man kann auch aufs Dach. Hä? Gab's ja nichts auf dem Dach. Hätte... scheint nicht so. Ja, da war aber hätte jemand was dagegen, nicht? Wenn ich das Kabel von der Dings rausziehe? Ja. Hä, hey, war doch sonst immer eine Kiste, oder nicht? Ich dachte halt auch. Okay. Interessant. Kiste hier. Gefunden. Ha, ich war der Erste. Nein, ich hab's gesagt. Ach hier, okay. Metallbahn, das ist echt nice. Ja. Ich meine, aber so rich ist wie wir, brauchen wir das halt dann bald nicht mehr, ne? Ja. Bin vom Turm gefallen. Parkour. Ich hab nicht mehr Schaden bekommen, aber ich bin so gut. Null Schaden. Ja auch. Komischerweise habe ich vorher bei einem Turm, der weniger hoch war, Schaden bekommen. Okay. Ranger Station. Ach du Schreck, jetzt sind wir bestimmt zu früh, oder? If you lived here, your house is gone. Also richtige Profis wissen natürlich, in welcher Reihenfolge man das abarbeitet. Na, beide das einfach ab. Ja, wir laufen halt dann noch fünfmal hin und her, ne? Oh nein, nee. Weil man muss doch da das Zeug da reinhängen. Haut mir etwa schon alles, oder wie? Weiß ich nicht. Nein, glaub nicht. Also meine Augen sagen mir, dass ich glaube nochmal was fehlt. Benötigt eine Glühbirne, hast du die? Nope. Hast du die dabei? Du? Ne? Ja, hier oben hängt sie, aber ich bin so klein, ich komme nicht hin. Kannst du mal auf seinen Kopf springen? Geht nicht im Haus, ne? Schade. Ah ja, hier steht 1800 Volt. Biokraftstoff und so. Ja, war bestimmt ein Scherzkeks. Oh. Bin zwar kein Elektriker, aber es kann eigentlich nicht sein. Volt. Benutze Brunos Sägeblatt. Brunos Hammer. Brauch noch einen Schraubenschlüssel. Ja, ja, den gibt's beim anderen. Ach, stimmt. Dann geht's halt wieder zurück. Kiste aufgelesen. Ein Hinweis. Geh mal auf. Ja, passiert gar nichts, okay. Nur eine Notiz oder was? Ja, aber. Ach, ist gleich das Programm gewesen. Okay, ja. War nix, okay. Ne, war nix. Nur. Halt nichts, was vorgelesen wird. Für mich war dafür was Leckeres dabei. Okay. Pilzomelett und Erdbeerkulada. Was hatten wir hier für Vorpläne bekommen? Biokraftstoff mit Leitung. Okay, okay. Nur das bisher? Mhm. Okay. Gibt's da etwa noch mehr auf der Insel? Muss ich jetzt? Nein, ich muss jetzt nicht wieder zurück. Nein. Juhu, los geht's! Diesmal mache ich keinen Fehler. Ah. Du bist zu langsam. Die Dinger waren unten. Ich hätte warten sollen, bis sie wieder rauskommen. Schade. Und viel Leben verloren? Halbe. Okay, ja. Ich weiß, dass ich nicht da runterspringen konnte, wie ich das letzte Mal gemacht habe, weil unten der Berg dann wieder spawnt und dann mich halt wahrscheinlich einfach gekillt. Ja, du wärst hier. Ja.
Der spawnt hier einfach so schnell nach an der Stelle, das ist nicht normal. Hey, mal wieder ein Kill. So, Pilz im Netz, zieh ich mal schon mal runter hier. Kann weitergehen. Okay. Unser Torführer, da zieht das hin, ey. Das muss ich zusammenschneiden, das gibt's ja keinen. Wir sind hier schon eine Stunde auf dieser Insel. Geil. Mit Akkord. Oh, Pilzomelett bringt's nicht. Auf keinen Fall herstellen mit den Pilzen. Jupp. Vermerkt. Da ist Mama wieder links. Die müssen wir auch noch töten wegen Loot, oder? Wir müssen da noch rein, ne? Ja. Da ist der Schraubenschlüssel vielleicht. Stimmt. Wieso müssen wir da rein jetzt? Na dann, los geht's. Nur nicht zu nah an Mama Bär ran. Dürfen wir in die Höhle? Ja. Mama Bär ist am Essen. Ja, nur meine Neugierde, was da passiert, wenn man da zu nah rangeht, war ein bisschen, schade. Man sieht ja nichts, ey. Alter Falter, mach mal einer Licht an. Da liegt was. Es leuchtet bisher her. Bauplan Machete. Echt jetzt? Ein Bauplan. Halte dir das auf. Jetzt gedrückt. Ich drück mal drauf. Ja. Ganz viel Glas. Und die Marete. Das ist ja schon mal schön. Ja, hat er die Schaufel dabei? Ja. Gut. Bin ausgerüstet ohne Ende. Ja. Nur sieht man kaum was. Dass die Sachen leuchten. Ja, trotzdem bringt das jetzt irgendwie nichts. Ja, das stimmt. Außer unser Weg wird sehr, sehr unspektakulär. Müssen wir wieder zu der Richtung der 4, ne? Ja. Richtung 4 und dann zur 6. Gut, dann sehen wir uns dort wieder. Ich dachte, da hinten wäre noch was gewesen. Ist hier der Spind drauf oder was? Hier ist ein Spind, aber ich bin gerade auch nicht sicher, ob wir da hinten waren. Da hinten war, glaube ich, noch was. Ah ja, hier ist eine Höhle, ja. Genau. Bear. Ja. Sehr kaputt. Der hat mich echt erwischt, ey. Sperr kaputt, sind wir jetzt ohne dich oder was? Ja. Oh wei. Ist die interessant, die Höhle? Ich weiß nicht mehr. Nee, ist nicht interessant. Gibt's nichts oder was? Ja, nur Dreck und Pilze. Nur Dreck. Und Pilze. Pilze sind sehr wichtig. Habe schon 7 Pilze, das heißt 7-mal Barbecue. Ich bräuchte Holz. Ich hab Holz. Auf dem Weg. Ich eile. Wer bist hier noch am Schaufeln? Da sind die alle schon wieder weg. Das gibt's gar nicht. Schaufel, 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 Schaufel. Der Metallbahn hat's echt gebracht von vorhin. Schaufel, Schaufel. Ja. Hat jemand was zu trinken? Ich bin bald am Verdursten. Ja, nicht so viel. Echt, jetzt brauchst du wieder was zu trinken. Wie sieht's denn bei dir aus, Felix? Ich hab noch genau eine Flasche. Ja, ihr habt 2 Flaschen dabei. Ich eine. Ich hab eine Flasche minus einen Schluck. Also bist du der... Ich jetzt auch. Oh Mann. Da. Ja. Oh, ah. Wasser. Danke. Bitte. Zu der Höhle wollte ich wohnen. Das ist die, die ich gemeint hatte. Ganz am Anfang. Ja, die hatte ich schon vergessen.
Es soll so eine Follow-Funktion geben. Du läufst vorweg und meiner läuft ja einfach nachher. Schätze mal, es ist euch egal, ob ich das aufschlage oder nicht, hm? Ja, du darfst. Das ist ja genau. Sieht mir aber nicht sehr scharf aus hier. Echt? Warte mal. Bist du vorne? Facepunkt tut auf jeden Fall. Dankeschön. Echt? Habe ich dich erwischt? Das sieht ziemlich dick aus. Ja. Das stimmt, aber es ist ein bisschen abgeklappt. Also, ja, ein bisschen, ja. Halten ihre Lammtest. Das sollte ausreichen. So viel ich kompensiere das stumpfe Ding einfach mit meiner Kraft. Ah! Okay. Das ist doch scharf. Ist die Kraft. Das ist die Kraft. Pilze. Pilze, bist du jetzt noch allerdings der Koch oder was? Nee, ich esse sie gern, um high zu werden. Ach, Mann. Muss ich jetzt wieder schaufeln? Felix, ich geb dir eine Schaufel. Okay. Da liegt eine Notiz. Nimm sie. Oh, direkt ein Nagel. Nein, ich komm nicht ran. Ganz zu sperren den Weg. Na. Ich könnte durchkriechen, aber das... Dann machen wir schon mal frei für die Notiz. Papa made his mind up a long time ago. He's going after Auntie. Miranda is following, as always. Aber er hat etwas seinen Verstand verloren. Ja. Ja. Oh, hier liegt auch was. Hä, wo seid denn ihr? Da hinten. Ich fäll den Baum. Ah, da. Ein Baum. Ich würde erstmal unten machen wollen, bevor ich hochgehe. Da ist ein Baum. Ja, klar. Aber der Durst plagt mich. Aber er wird mich nicht aufhalten, diesen Baum zu fällen. Schon wieder Durst, habt ihr da gerade was gegeben? Ja. Ganz meine Flasche nehmen. Ich bin ein sehr durstiger Mensch. Ich hab ja noch was, also. Schaffen wir es vielleicht gerade noch so mit dem Wasser. Müssen wir vielleicht nochmal Anlauf nehmen. Oh, Notiz, hebt jemand auf dann? Ja. Wenn ich sie finde. Liegt er vor Treppe. Wir waren doch jetzt unten fertig, oder? Hatte ich was übersehen? Ja. Gut. Ja, ja. Und es hat einen Schluck aus meiner Flasche genommen. Ah. Aber ich auch so leise? Ja, mega leise. Oh, they're hiding something. Did they figure out there's only space for two of them on the boat? I've decided. I leave the trip in charge of the main stations. Bobby will take care of the bears. Yes, it's for the best. So many memories of this place. We'll find you, sis. I promise. Wir chillen hier, also wir kämpfen ums Überleben und der chillt hier einfach. Ja. Bin ich voll erschrocken. Was macht der hier? Was? Er sieht gebräunt aus. Oh, hey. Das sieht richtig gebräunt aus, wenn da mal unter seine Hose guckt. Das ist ziemlich weiß. Er legt Bruno's Schraubenschlüssel übrigens. Wer bist du eigentlich? Ich schätze mal, das ist Johnny. Oh nee, Johnny ist es. Ja, sein T-Shirt war wahrscheinlich mal ein bisschen länger. Da hat er noch weiße Oberarme. Ja. Hat wahrscheinlich schon Bär weggefetzt. Ja. Wollen wir mit dem mal sprechen? Ja. Buddy! Yeah, could you be an angel and help me out a bit? I'd owe you big time. Oh man. I would have been a goner without you. Tip for future me. Bears are not cuddly. Say, you wouldn't be a rafter, would you? If you need some muscle on board, look no further. All right, yeah. Leave the heavy lifting to me. Die bieten immer Sachen an, dann kommen sie nicht mit. Ja.
Du musst halt jetzt beziehungsweise kommen mit, aber helfen nicht. Ja, du müsstest jetzt den Charakter wählen, ne? Ja. Bauplan, Kraftstofftank. Genau. Warum hat er Toilettenpapier auf dem... Ah, das soll wahrscheinlich irgendwo ersetzen. Toilettenpapier? Hier drüben, auf der Kochplatte, Schneideplatte, wie auch immer. Er ist Toilettenpapier. Und ich schätze mal, es tut als Küchenpapier ersetzen. Ah, okay. Ja, heimisch vor. Ja, Schraubenschlüssel. Ja, da oben ist noch haben. Kunststoff, nimm. Nimm mit. Hat den Schlüssel eigentlich einfach liegen lassen, dass er auch was aufheben könnte, aber okay, der habe ich noch aufgehoben. Okay. Oh, die nächsten Koordinaten, wir haben es geschafft. Anlage 3 ist am Start. Wie ein Affe. Uli, man kann sogar lesen, wenn der andere reinguckt. Ja. Wusste ich nicht. Kann dieser Affe uns jetzt mal sagen, ob wir vielleicht alles haben von dieser Aktion? Da oben hakt er. Also, die Glühbirne fehlt noch. Stimmt. Fehlen noch Zettel. Und... zwei. Was? Ja, ja. Ja. So, und dann kommt sie mal mit, kurz. Ein Zettel wird wohl bei der Pinnwand sein, wo man den Schraubenschlüssel ranhängen. Ja. Und der andere ist wohl hier draußen, oder wie, ne? Weiß ich nicht. Ich bin durstig. Ah, fette Kiste. I am... Hatte ich vielleicht die in Erinnerung und gar nicht die andere? Ja, ich glaube auch. Ich auch, weil ich dachte, die waren nämlich auf, schräg auf dem Dach. Und das war wohl dann die hier. Pilz Omelette Rezept, Glas und Dekoration, also jetzt nichts so richtig Geiles. I ja. need your help. I am verdursting. Ich hab noch einen Schluck. Bekommst du meinen? Ja. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt eh zurück, erstmal wegen Wasser, oder? Schaffen wir nicht. Gut. Was sollt ihr sagen? Weiß ich nicht, wie es euch geht. Ach. Den habe ich jetzt noch, ansonsten ist bei mir auch durch. Ja, ich habe noch den einen Schluck. Ja, da könnten wir jetzt noch 5 Minuten was tun, da müssten wir auf jeden Fall... Ja, dann würde ich vielleicht seinen Schraubenschluss hinhängen. Sieht tief aus. Das tat sogar diesmal cool. Richtig weh. Ja. Dann versuchen Sie mal den schnellsten Weg dahin zu nehmen und nicht noch irgendwie... Fünfmal okay. Den Bär Hallo zu sagen. Gibt bestimmt ein paar Sprungpassagen, oder? Ne? Naja, bestimmt. Wenn man sich auskennen müsste, könnte man bestimmt irgendwo runterspringen, einfach so. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Die sind hinter mir, oder? Aha. Gut. Wir sind da, können wir weiterlaufen. Ja, wir sind vor dir. Wir waren schneller wie du. Wir haben dich überholt, wir sind weiter geflogen. Ah, okay. Ich bin der Meinung, hier unten war vielleicht eine. Eine okay, was? Von hier kommen wir. Nein, halt, halt. Dann doch nicht. Okay, okay. Also man muss natürlich wissen, zur Vorgeschichte oder zu seiner Persönlichkeit. Er weiß immer Bescheid, wo es lang geht. Aber das ist stimmt ganz selten. Naja, ich weiß immer Bescheid. Aha, genau. Liegt immer auf Stand daneben, ist okay. Also lasst gerne mal ein Like da, ein Abo natürlich sowieso. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao Leute.